This is the last of it. When you are dead, you too shall serve. Tarwetana. Okay. Okay, der Druck ist da jetzt abgelassen. Fuck, wo kann ich denn das? Ich sehe gerade nicht, wo ich das hätte aktivieren können. Da drüben. Oh, fuck my life. Dahin muss ich. Okay, weiter geht's. Oh, what the fuck? This isn't real. Keep going, damn it. Chito! Was? Stay down, damn it.
Holy shit. Ja. Ist nicht ein bisschen einfach, dass die sofort verschwinden, auch wenn man die nicht headert. Komm hier nicht durch. Was hier? Okay, wie schaffe ich das da jetzt? Just a hallucination. Shake it off. Komm ich doch nicht hoch. Immer mal wieder einen Schuss, damit die mich nicht bombardieren können hier. Okay. Aua. Oh fuck. Do what I can, but we have to end this, Nadia. Wie viel Schuss habe ich noch? 33. Holy shit. Okay. Was? Was? Go and call.
her away from the rope. Holy shit, she's gonna cut the rope. Holy moly. Ich hoffe, das war's jetzt mal. Stop. No more. I know who you are. I can only imagine what you've gone through to stay alive. You have no idea. It's over now. You don't have to live like this anymore. Serafima. Edoti. But you died. They told me you died. Will she be all right? I don't know. But it won't be easy for any of you. Family never is. Oh, I know. I know. Thank you, Lara, for everything. Holy moly. Dream Stinger, was ist denn das? Aha. Cool. Puh. So. Ja. Der Fight war ganz nett. Ich finde die AK richtig scheiße so nebenbei. Also mit der Pistole. Jojo. Passt schon. Erstmal gucken, ob ich mit der noch reden kann. Okay. Ja, Fight war ganz witzig, auch wenn halt, es war immer dieselbe Mechanik, die man dann angewandt hat, wenn man das mal rausbekommen hat mit dem Pfeil in den Topf schießen, verankern und dann diese Explosion provozieren. Also. Yaga's weapon. It's a scythe, but it's been dressed up to look like a witch's broom. Everything she did served the myth in some way. Ja. Also als DLC fand ich das jetzt ein bisschen kurz, muss ich sagen. So, ich habe das jetzt ja mehr oder weniger zum Spiel dazu bekommen für diese 20-Year Edition. Weiß nicht, was das so standalone gekostet hätte. Aber ich sag mal, mehr als 5 Euro wäre es nicht wert gewesen. Ich hoffe mal, dass ich nicht irgendwie Dokumente hätte einsammeln müssen, während ich auf der Flucht war vor ihr. Na, da komme ich nicht durch, ne? Mine. I have watered the ground and cultivated the dreaming blossoms. No one will enter. No one shall leave. I will not endure the outside world any longer. Here at last, I am in control. Hmm.
finde ich hier denn noch so? Da komme ich wieder runter. Ich denke, darüber will ich auch gleich nochmal. Achso, ich kann auch hier. Okay. Hier oben wird es vermutlich nichts geben. Aber ich schaue trotzdem mal nach. Ach, ich kann darüber noch. Das mache ich doch mal. Dachte ich zumindest. Glaub nicht, dass ich hier noch hochkomme. Was soll denn das? Sind die anderen höher oder bilde ich mir das nur ein? Okay, haben wir hier noch was? Ich glaube nicht. Ach, hier ist noch was. Hallo. I speak to myself, if only to hear another voice. It fills the space and the hours. But I have nothing to say. When the quiet overwhelms me, I try to sleep. I dream of what I've lost. I hope they died well. I hope that my dreams are only lies. Geronimo! Was ist hier? Ach, hier war diese Höhle. Okay. Zweifle ja, dass hier... Warte mal. Federn, jede Menge. Ich denke mal, dass hier nichts mehr ist. Oh, warte, da ist etwas, was ich einreißen kann, glaube ich. Oh, und da hinten ist was. Ja. Spiel? Ah, da. So. Ja. So. Das wird mir doch angemarkert hier irgendwie. Kann ich hier irgendwie noch eine Dose aufsammeln? Hier bin ich reingekommen, ne? Ja, hier bin ich reingekommen. Oh, warte, hier war doch irgendwas. Ah, hier. There was a revolt, a bomb. The native people, the enemies of my enemies, rose up, striking out as we had always dreamed. Ivan and our daughter might have known freedom, but instead they are dead.
killed by the only people that might have saved us. The Soviet cowards with me in the Vale say there is nothing left. That we must await rescue. They say they will protect me, but they jump at the dark, and supplies run low. There will be no rescue. I will live, and my captors will not. Survival is the only truth in this world. They are a superstitious lot. I slip the pollen into their rations, and when they are reduced to weeping husks, I will show them a new face, something they have feared since childhood. Baba Yaga. Grandmother Serpent. Witch. They will die screaming in terror. They deserve so much worse. If I cannot live free, then I will survive alone, in the shadows, until death reunites me with Yvonne and our child. Guter Plan. Aber irgendwie muss ich da doch rankommen. Warte mal. Achso, nee. Dammit. Und das da hinten eigentlich? Einfach nur ein Stein? Ups. Vielleicht im Eingangsbereich eine Dose. Oh, eine Dose gewesen, die ich benutzen kann. Ich glaube, hier ist keine. Nee, hier ist auch nichts. Okay, hier schwimme ich. Ah, ich will da jetzt durchkommen. Gibt's doch nicht. Da! Ah! Komm zu Papa oder zu Mama hier. Och, im Ernst. Leck mich fett. So. Ja, ich denke, das soll jetzt reichen. Wir haben bei weitem nicht alles, aber das Gebiet ist einfach zu groß, als dass ich das jetzt so komplett durchsuchen möchte. Ja, ah, hier draußen könnten ja auch noch jede Menge. Obwohl, da habe ich eigentlich relativ gut geguckt, würde ich mal behaupten. Außer die sind jetzt erst gespawnt oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Nadias Grandparents, split apart by the Gulag, are reunited. They all have a long and arduous road ahead. Seraphina wore the mask of the witch for so long. I don't know if she will ever be able to fully return to the world. And Yvonne dreamed of killing the witch to get revenge for his lost love, but they were the same woman all along. That wound he nursed for decades won't heal overnight. They're survivors. We all are. But it will be difficult. It will feel impossible some days, I know. At least they'll have a fighting chance now that we know the truth. It may not be enough, but it's a good start. Ja, ich habe übrigens von Anfang an gesagt, dass das eine dieser Personen ist, ne? Nur so am Rande. So. Fast Travel. Ja. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich relativ wenig zu tun jetzt noch. Außer mit Jacob aufzuschließen jetzt.
Map updated. Point of interest. Was? Kommt die denn her auf einmal? Den Monolithen kann ich immer noch nicht entziffern. Dafür brauche ich Level 3. Wohin geht's hier eigentlich? Man weiß es nicht. Ja, hier sind auch noch Survival Caches. Oh, hier ist eine Höhle, wo ich noch nicht drin war. Was? Wie crazy ist das denn? Verdammt, wenn da eine Höhle tatsächlich ist, wo ich noch nicht drin war, da kann ich nicht einfach dran vorbeigehen. Ist irgendein wildes Biest in der Nähe. Wölfe. Ja, Wölfe sind mir deutlich lieber als so ein Puma oder so. Oh, guck mal hier. Holz? Ich glaube. Und nachladen. Was haben wir hier? So. Secrets revealed. Okay. Ansonsten ist es aber relativ langweilig hier drin, muss ich ja mal sagen. Was? Strongbox? Moment, ist das die Strongbox, die an der Klippe da ist? Dafür brauche ich doch dieses Combat Knife, um das Floß loszusäbeln, oder? Ich glaube nicht, dass ich da gerade ran kann. Boah, guck mal hier, wie viel hier los ist. Was zur Hölle? Das hier ist auch immer noch ein Rätsel für mich. Ich glaube, ich versuche da nochmal eben hinzugehen. Vielleicht komme ich da ja doch irgendwie dran. So. Oh, Munition nehme ich mit. Hallo. Waffen auch noch. Bam, 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 Bunny Hop. Strafe jetzt mal. Ui, geht nicht gut. So. Ach. Denn das hier. Ich muss ein bisschen weiter wegstehen anscheinend. Nice. So, dann gucke ich auch noch mal hier runter. So, da war einfach nur irgendwas. Warte mal, kann ich vielleicht einen anderen Pfeil hier irgendwo hinschießen? Der ist zu weit weg, ne? Ja. Jo. okay. Das war ja aber auch relativ langweilig. Das ist ja nur so ein einfaches Loot-Ding da gewesen.
So, das macht mir ja eigentlich Hoffnung, dass wir das hier auch noch irgendwie bekommen. Hier ist ja ein Höhleneingang. Schon lange her, dass ich in der Höhle war, glaube ich. Vielleicht sollte ich da nochmal hingehen. Vielleicht ist das die Box einfach in der Höhle drin, ne? Kann ja gut sein. Hm. Und hier wieder Wölfe. Na los. Fuck you. So, ich glaube, mein Russisch ist immer noch nicht Level 3, ne? Not quite confident enough with my Russian to make this out, but it seems to show a map of some sort. Schon lange nichts mehr Mongolisches übersetzt, fällt mir mal gerade so auf. Ah. Hier muss gleich irgendwo die Höhle sein. Ach, das ist eine Höhle, die in Metall verbaut ist, ne? So schön, so schön. Ja, okay, was soll's. Dann begeben wir uns jetzt zur Kupfermine und spielen mal die Hauptstory ein bisschen weiter, auf dass wir bald explosive Sachen craften können und ein Kampfmesser besitzen, damit wir wirklich alles mal hier erforschen können. So, hier sind wieder Wölfe. Oh, da! Sind Wölfe ja wunderschön, es tut mir echt leid. Aber ich will eure Häute haben. So. Ich will auch noch mal schauen, wir haben ja einen neuen Bogen bekommen, wie gut der eigentlich ist. Und ich habe schon wieder einen Skillpunkt, das gibt's doch nicht. Wie schnell geht denn das hier? Hm, ja. So, Weapons. Bogen. Guiding Light. Dreams Dinger. Okay, weniger Schaden. Schnellerer Draw Speed. Rate of Fire. Nee, ich glaube, das ist es nicht wirklich wert. Nehmen lieber meinen Standardbogen. Obwohl es mal lustig wäre, einfach mal so zum Spaß mal zu gucken, was passiert, wenn ich die vergifte mit diesem Pollen. Die sie anfangen, sich gegenseitig anzugreifen oder so. Das wäre lustig. So. Special Ammo. Haben wir immer nur noch die. So. Ja, hier Pistol Ammo Pouch wäre vielleicht gar nicht doof. Ich habe immer. Also die Pistolenmunition geht mir schneller aus. Würde ich mal sagen. Okay. Dann mal ab in die Kupfermine.